Hi Leute und willkommen zu meinem neues langes Video. Ich weiß, ich habe vor 2 Monaten oder so kein langes Video mehr gepostet, deswegen kommt mal heute wieder ein neues langes Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man Shirts in Roblox hochlädt oder wie man die genau erstellt. Aber davor würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr halt schon mal großen Formatideen halt in die Kommentare schreibt für lange Videos. Und ja Leute, jetzt kommt der Tutorial. Ich zeige meine Variante, wie ich meine Shirts immer erstelle. Weil es gibt sehr viele andere Varianten, aber ich zeige euch mal in diesem Video halt nur eine davon. Dafür benötigt ihr die App Markerblocks. Die App ist halt kostenlos, also keine Sorge, Leute. So sieht die App halt ungefähr aus. Hier sind die ganzen Shirts. Und bei diesen ADS muss man halt dann Werbung schauen. Aber die anderen sind halt dann auch kostenlos alle. Es gibt außer Shirts noch Hosen mit Oberteil hier, wie man es sieht. Und T-Shirts. Also da kann man halt selber entscheiden, was man möchte. Und ich nehme jetzt halt zum Beispiel, damit ihr wisst, wie man die App, also wie die App halt funktioniert, mal eine Hose. Und ich nehme mal ein Free, weil ich will jetzt keine Werbung gucken. Deswegen nehme ich mal die hier. Es tut mir leid, wenn ich halt so viel atme, aber hier, ich mache halt jetzt das ohne Pause mit dem Reden, weil ich mache gerade eine Bildschirmaufnahme mit dem Mikrofon. Also wie ihr sehen könnt, gibt es hier sehr viele Muster. Ich nehme halt so. Man kann halt dann darauf tippen, wer es man möchte und so. Und man kann das halt dann bei hier diesen Mesh-Dings da, also bei diesen 3D da oben halt sehen, wie das dann aussieht. Denn darunter gibt es halt dann sehr viele Varianten, kann man gucken, wie das ungefähr dann aussieht. Und ist halt auch sehr einfach zu verwenden. Apropos bin ich halt auch neu auf dieser App, also nicht so lange, deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. Und hier gibt es auch dann so Muster und Stickers und es gibt sehr viele schöne Stickers, aber man muss auch bei sehr vielen halt Werbung gucken. Dann könnt ihr halt schon erstellen, wie ihr es haben möchtet ungefähr. Ihr könnt es dann auch später nachbearbeiten bei CapCut oder so. Wir machen schnell jetzt ein T-Shirt, also es soll jetzt nicht so schön aussehen, aber ich mache schnell ein T-Shirt und ja. Jetzt mit meinem Outfit fertig und ich bitte euch halt das nicht nachzukopieren, weil ich habe es zwar nicht so lange gebraucht, aber es ist halt noch immer noch mal meine Idee. Und wenn ihr fertig ist und wollt und ihr wissen wollt, wie das genau dann aussieht auf Roblox, könnt ihr jetzt wieder auf 3D gucken. Bei Frauen oder Männchen, das sieht dann halt ungefähr aus, so aus. Oh nein, ich habe es was? Ist es gekehrt rum? Oha, was? Das wusste ich halt wirklich nicht, aber okay. Warte. Oh nee. Ich glaube, das sollen die Schuhe nachbilden. Es tut mir leid, Leute. Ich habe ja gesagt, ich habe die App jetzt nicht so lange und ja. Jetzt machen wir schnell wieder weiß. Ja, und dann sieht das halt ungefähr so aus. Und ich weiß halt nicht, wieso das da jetzt gekehrt rum ist. Leute. Ah nein, ich habe das Hinterteil sein. Okay, Leute, ich mache es nochmal neu. Das sieht die Vorderseite aus und wenn ihr halt das Hinterseite noch gestalten möchtet, drückt ihr auf diesen Mensch umgedrehten und hier ist dann die Hinterseite und ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch was gestalten möchte bei der Hinterseite, also ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich glaube eher nicht, weil mir gefällt es halt gerade so schon. Und jetzt drücken wir mal auf 3D und gucken mal, wie das aussieht. Und ja, sieht perfekt aus. Jetzt zeige ich euch das mal das Ganze, wie man das hier links so auf hochlädt jetzt. Jetzt speichern wir es halt bei, hier ist dieses Speicherding, dann speichern wir es.
Und dann erlauben wir es. Und ja, dann haben wir das. Als nächster Step werden wir jetzt das T-Shirt einfach nur hochladen. Leute, ich würde mich schon auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein paar T-Shirts von mir kauft. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr etwas von meinem T-Shirt kauft, damit ich mal bald wieder eine Roblox-Gruppe habe. Also damit ich bald eine Roblox-Gruppe erstellen kann. Und dafür müsst ihr auf meinen Roblox-Account gehen. Hier ist der User. Und Folgen nicht zu vergessen. Und dann hier bei Reaktionen müsst ihr hier rein. Und dann könnt ihr schon mal ein T-Shirt kaufen. Und ja, danke an alle Leute, die es sich schon mal geholt haben. Ich habe halt nur noch einen Robux. Und ich möchte, wenn ihr die halt kauft, für sparen, damit ich halt eine Roblox-Gruppe erstellen kann oder halt neue T-Shirt für euch erstellen kann. Und ja, danke. Dann geht ihr bei roblox.com. Und dann müsst ihr im Browser euch halt anmelden. Und dann ist hier erstellen. Dann geht ihr da drauf auf erstellen. Erstellen. Warte. Reaktionen. Und dann zu Avatar-Artikel. Und dann zu Klassiker. Warte. Kleidung. Klassiker. Und dann guckt ihr halt, was ihr halt posten wollt. Klassische T-Shirts. Klassische Hosen wollt ihr jetzt hochladen oder im Objekt hochladen. Dann nehmt ihr halt das Bild, was ihr runtergeladen habt. Und das ist jetzt dieses Bild. Fertig. Und dann schreibt ihr halt jetzt irgendetwas drauf. Spider Hose. Und ich kann mir jetzt leider jetzt nicht hochladen, weil ich keine 10 Robux habe. Aber wenn ihr halt mein T-Shirt jetzt in meinen Reaktionen kauft, werde ich dieses Spider halt hochladen für euch. Und ja, ich hoffe, ich könnte euch mit diesem Video wirklich weiterhelfen. Und ja, bye!